Stube. Ein Hochraum, wenn wir drüben Ton und Bild haben. Das haben wir jetzt. Herzlich willkommen. Pressekonferenz nach dem Spiel des THSV Eisenach gegen den TV Großwallstadt. Endstand war 26:20. Halbzeit 15:09. Wir bedanken uns ganz herzlich bei 1.650 Zuschauern. Herzlich willkommen, der Gästetrainer Mike Ranschke. Herzlich willkommen natürlich André, der Trainer unseres THSV Eisenach. In gewohnter Weise das Statement des Gästetrainers zuerst. Mike. Ja, schönen guten Abend. Glückwunsch an Eisenach. Glückwunsch an Adli. Ich glaube, der Sieg ging in Ordnung. Die Eisenacher haben den Sieg mehr gewollt zum Spiel. Ja, ich bin von der ersten Halbzeit ein bisschen enttäuscht. Und speziell auch von zwei Spielern. Von einem Spieler im Angriff, der mich annähernd da seine Form gebracht hatte, vom zweiten in der Abwehr. Dadurch kamen wir folgerichtig ins Hintertreffen. Wir haben dann in der zweiten Halbzeit die Abwehr umgestellt. Es funktionierte. Im Angriff haben wir auch umgestellt. Es funktionierte auch. Wir kamen wieder ran. Haben, ich meine, dreimal die Chance beim 17-16 nochmal den Ausgleich zu machen. Wer weiß, was dann passiert wäre. Haben dann das Gleiche, beziehungsweise nicht das Gleiche, aber beim 19-18 war auch nochmal so ein Punkt. Wo war eine dumme 2-Minuten-Strafe. Und dann war das Spiel eigentlich gegessen, weil dann kam einfach das Ding runterspulen. Wir mussten früher Abschlüsse suchen, um nochmal eventuell die Chance zu kriegen. Und das hat Eisenach dann zugelassen und deswegen ging der Sieg dann auch. Mike, ich danke dir. Adlingens. Ja, ich glaube, Mike hat das relativ gut analysiert. Ich glaube, wir waren in der ersten Halbzeit sehr aggressiv. Dann trotz sehr viele 2-Minuten-Strafen haben wir trotzdem, sagen wir, sehr clever aus dieser Tür schon rausgespielt, haben dann mit 6-Tore-Führung in die Halbzeit reingegangen, waren wahrscheinlich ein bisschen übermotiviert, was diese 2 Minuten angeht, also mindestens 2 bis 3, die uns da sparen hätten können. Aber trotzdem hat die Mannschaft, also das hat trotzdem, glaube ich, die Engagement und die Moral der Mannschaft gezeigt. Die wollten das unbedingt. Das war, glaube ich, von Anfang an zu sehen. In der zweiten Halbzeit kriegen wir in unsere Deckung, werden wir halt ein bisschen defensiver. Wir mussten da auch umstellen. Wegen 2-Minuten-Strafen hatten 3 Spieler mit 2x2 Minuten. Haben wir versucht, dann auf der rechten Seite ein bisschen defensiver zu agieren. Da kriegen wir halt 2 bis 3 zu einfache Tore, wo wir dann auch überlaufen werden, im Innenblock 2-mal. Aber sonst lag das meistens, fand ich, in unserem Spielfluss vorne. Also die Fehler, die wir gemacht haben, wo Großweiß da dran kam, sind wir ein bisschen nervöser geworden. Der Spielfluss war weg, der Ball ist nicht mehr direkt auf die Schnittstelle gespielt, sondern die technischen Fehler haben sich gehaufert und dann kamen häufiger vor. Und dann sind wir halt 2 Kontertore bekommen und dann würde das Ding ein bisschen spannender. Aber da in der Phase musste ich auch trotzdem meiner Mannschaft ein Riesenkompliment geben, dass die anders als in den letzten 2 Spielen war da eine sehr positive Energie von der kompletten Mannschaft zu sehen. Wir haben uns halt leider positiv gepusht, jeder hat vor jedem da gestanden und dann sind wir halt, glaube ich, mit 3 oder 4, wo wir sehr gut in der Deckung gearbeitet haben, sind wir halt nach vorne gelaufen und haben dann, glaube ich, den Sack zugemacht mit unserer ersten und zweiten Welle. Allgemein einfach für uns natürlich nach dem 2 Niederlagen hier zu Hause ein richtig wichtiger Punkt. Und ich hoffe, wie gesagt, ich habe die Halle auch lange nicht mehr so erlebt wie heute. Das war sehr erfreulich zu sehen. Also sehr, sehr, sehr emotional und positiv auch, wie die Mannschaft gepusht wird. Dafür würde ich mich im Namen der Mannschaft sehr, sehr bedanken. Das war eine richtig geile Stimmung teilweise heute. Teilweise auch, wo man ein bisschen Gänsehaut wieder bekommen hat, wo Eisen oder Daniel Luther da ein paar Tore gemacht hat. Und natürlich ein Wahnsinnsspiel gemacht, aber ich sage trotzdem, die Mannschaft war heute, wie Mike, glaube ich, am Anfang gesagt, jeder in der Mannschaft
wollte unbedingt, und diese unbedingte Wille war von Anfang an zu spüren, und bis zum Ende haben wir das dann auch verdient gewonnen. Ja, ich danke meinen Trainern, die Damen und Herren der Presse, jetzt die Möglichkeit für Nachfragen, bitte. Athlet, du bist 5 Minuten mit der grünen Karte in einem rumgelaufen in den kritischen Minuten. Hast du jetzt das Gefühl, dass du vielleicht hättest noch früher handeln müssen? Du hast ja dann Veränderungen vorgenommen, als es fast zu spät war. Ich weiß auch gar nicht, ob das am Athlet hatte in der kritischen Phase 5 Minuten mit der grünen Karte gewartet. Warum? Wir waren auf, glaube ich, 15, 9 weg. Wir machen die Kombination rückt auf 3 Tore. Ich glaube, es wird 17, 14. Wie gesagt, wir haben da 2 oder 3 Chancen weggelassen in dieser Phase. Ich glaube, wir kriegen einen Stürmerfoul von Jahren auch in Oberzahl in dieser Situation. Das sind 3 Fehler passiert. Ich wollte einfach, dass wir die Jungs erst einmal aus der Kabine rauskommen lassen, ne? Und keine Hektik gleich aufbauen. Klar, wo die dann halt auf 2 Tore dann hatte reagiert. Mike dann gleich, glaube ich, kurz danach. Dann gab es auch nochmal Zeit, was zu sprechen. Aber trotzdem wollte ich die Mannschaft einfach nach 5 Minuten nicht gleich da irgendwelche Probleme halt aufbauen. Klar kann man in Retrospekt oder in Hinsicht immer sagen, hätte man früher reagiert, aber das hätte auch vielleicht kann auch in die Hose gehen. Aber das war für mich nicht da unbedingt nötig. Wir kriegen 2. Ich glaube, mit Hand da oben waren 2 gute Treffer aus dem Rückraum. Wo die Deckung stand, vorne haben wir die Chance gespielt. Danach wurden wir halt nervöser, nachdem auf 3 Tore. Dann haben wir gewechselt halt und geändert. Und das hat dann am Ende geklappt. Eine Willertsen hat mir deinen Plan mit dem Torwart erklärt. Fand ich ganz vernünftig, also dass du ihn in den letzten 10 Minuten eventuell bringen wolltest, damit er vielleicht die Kiste dicht hält, wenn es bei Stanley nicht hundertprozentig läuft. War da eine Möglichkeit gewesen, ihn früher zu bringen, als Stanley doch nicht mehr so an die Bälle kam? Die Frage eines Dinges nach dem Plan der Naturwahlfrage. Das erste Mal zu klären. Stanislav hat überragend gehalten in Hildesheim über 50 Minuten. Da haben wir einfach zu sehen, ob das geht mit den Torhütern halt nach 10 Minuten. Das ist auch manchmal eine Frage, ob ein Torhüter das machen kann oder nicht. Rene hat das sehr, sehr, sehr gut gemacht in Hildesheim, wo er in die letzten 10 Minuten reinkommt, gezeigt, dass er sofort da ist. Das hat er heute auch bewiesen, dass er reinkommen kann und die entscheidende Bälle aufnehmen kann. Aber dass das Plan von Anfang an ist, das Dani 50 Minuten und Rene 10 Minuten zu spielen, so sieht es nicht aus, sondern war eine logische Konsequenz, Dani vom letzten Spiel wieder umzustärken und ihm halt ein bisschen Vertrauen zu geben in diesem Spiel. Und wo Rene reinkam, hat er auch sein Ding gemacht. Also ich bin sehr glücklich über meine Tore. Wir haben 20 Tore kassiert und ich glaube, unser Problem lag nicht, wo die rankamen, sondern an die Torhüterleistung. Klar ist ein oder andere Ball in die kurze Ecke oder wo das falsch wäre, aber mit der Qualität, die Würfe haben, kann man nicht immer so an die Sache rangehen. Und mit 20 Toren, ich glaube, die Chancenverwertung da in die ersten 10 Minuten war unser Problem, haben wir zu viele freie Chancen weglassen und technische Fehler. Wo wir halt ein bisschen unsicher waren, das waren ja die Phasen. Und die Torhüter, da musste man, glaube ich, nach der Leistung heute in Abwehrung oder zusammen nicht sprechen. Vielleicht noch mal kurz nachgehakt, wie fällt jetzt die Entscheidung bei den Torhütern? Also wird das jetzt immer so sein oder ist das von Woche zu Woche anders, dass Korobczuk anfängt und die letzten dann hinten rauskommt? Dirk Peter hakt nochmal nach, will den Trainer festlegen, so ungefähr, ob das jetzt immer so bleibt. Nein. Wenn ihr auch dazu reinkommt. So, weitere Fragen von euch? Da ist Trainer hat lange gewartet mit seiner Auszeit. Mike hat sie dann beim 19, 17 rein. Statistisch, dass ich ja geärgert, dass du die da genommen hast, weil statistisch geht es ja dann weg. Du jetzt aber an Mike die Frage nach der Auszeit. Ich finde das schon lustig, wie beobachtet wird, wie lange wir die Auszeit gerade rumtragen. Also ich habe, glaube ich, 45 Minuten in der Hand gehabt. Nein, ich meine nur, als die Auszeit dann genommen hast. Ich muss ja total schlechter Trainer sein, weil ich überhaupt nicht weiß, was ich tue. Nein, und, auch ganz einfache Antwort auf meine Auszeit. Ich habe einfach gesehen, dass wir haben ja gerade umgestellt. Wir
haben wir dann die ganze zweite Halbzeit mit drei Rechtshändern gespielt, was eh schon ein bisschen schwieriger war. Ich habe die Abwehr umgestellt, da ist mir ja auch ein Spieler weggebrochen. Das heißt, ich musste mit 4, 5 Leuten durchrackern in der Abwehr und im Angriff. Und ja, da wollte ich einfach Alfredo Sorrentino eine Auszeit gönnen, weil er im Angriff halt zweite Halbzeit gut gespielt hat und eine Abwehr hat auf der Halbposition, wo wir in der ersten Halbzeit riesen Lücken hatten, da sehr gut stand. Und deswegen habe ich diese Auszeit genommen, um Luft, um ihm Luft zu geben und einfach nur zu sagen, wenn er genauso weiter, wir stehen da gut in der Abwehr und das war ja auch beim 19-17 noch so, wir kamen 19-18 ran. Ja, das habe ich schon gesagt, da kommen die dummen 2-Minuten-Strafe, wenn die nicht gekommen wäre, weil genau in der Phase ging dann Eisen auf 3-4, dann war das Thema durch. Dann mussten wir früh abschließen, das kam natürlich der Eisenacher Abwehr entgegen, das wollten wir ja vermeiden. Und das macht dann auch das 6 Tore aus. Aber dieser Kombinationspunkt war einfach das Ding, und wie gesagt, die Auszeit, und da gebe ich meinem Kollegen auch recht, ey, meine Fresse. Wir machen uns schon Gedanken, warum wir das da machen mit der Auszeit oder mit der Karte, wann wir sie nehmen, und dann wägt man 3-4 Mal ab. Ja, und ich hätte es auch da drüben auch alles so gemacht. Also das war ja noch keine Not, dann so irgendwie reagieren, weil das waren wirklich 3 Fehlwürfe, wo Milos gut gehalten hat, und da würde ich nicht das System umstellen, warum? Es waren ja immer noch 3 Tore vor und dann beim 2, okay, da muss man sich dann aufrichten, dass, und ihm auch sagen, dass alles richtig war, also da gebe ich auch an ihn komplett recht. Danke, weitere Fragen von euch? Noch eine Frage zu Hansen, der hat sich, glaube ich, mal kurz selbst ausgewechselt, der hatte die Woche, glaube ich, nicht so eine leichte Woche, also das war dann eine Kräftesache bei ihm, oder? Eine Frage. Das ist vielleicht an dem Fenster. Für die Gemeindetung, bitte meine Hände, ich will mal rein. Ja, Nikolai war krank, hat schon seit Mittwoch, war Dienstag schon nicht mitwirken können im Training. Wahrnehmen hatte dann gleich 2x2 Minuten, sehr früh, in der ersten Halbzeit. Deshalb wollten wir versuchen, dann mit Daniel in den Innenblock, um Branko dann im Hinterhand zu haben. Vielleicht war es ein Fehler, weil genau in der Phase, Branko ist natürlich auch ein wichtiger Mann, sind da ein oder andere Abstimmungsprobleme gewesen, weiß nicht, in die Deckung, aber dann, wenn Nikolai halt eine Pause brauchte, haben wir dann gesagt, so ungefähr, das ist eigentlich mittlerweile systematisch, dass Nikolai ab die 12., 13. Minute in die ersten Halbzeit rauskommt, um die Luft für die letzten 10 Minuten zu haben. Und das war, haben wir einfach beigehalten, war keine, egal ob er krank war oder nicht. Das haben wir so gemacht, aber mehrere Wechsel hat uns Probleme gebracht, weil ich hätte ungern die letzten 10 Minuten ohne Panik mehr machen wollen, wenn er die ersten 10 Minuten, die 2 Minuten bekommt. Dann würde ich erst nochmal die 2 Ergebnisse des Abends noch einfügen. Das war Bautanteil gegen Hinstedt-Ulzburg 21-30 und Emsden gegen Leipzig 21-24. Ich frage jetzt nochmal in die Runde. Hast du alles geklärt? Bei euch auch? Meine gute Heimfahrt. Wir sehen uns wieder spätestens in 2 Wochen. Ich bin dann durch.